Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die letzte Folge haben wir mit einem etwas schwierigen Gespräch beendet. Mit unserer Tochter. Man kann es natürlich verstehen, dass sie sauer ist. So, wir gehen jetzt hier mal zur guten Ava und schauen mal, was sie noch so zu sagen hat. How you doing, big guy? Figured I'd get out of the way, let you catch up with AD. Though, from the look on your face, it doesn't look like it went well. Ja, wir können gestehen. She's still angry at me for leaving. Can you blame her? Shit, being a teenager is bad enough, but Ludmilla's death, your exile, it was all hard on her. But you did what you had to. You had to get away from us to get yourself back on track. That's what I tried to tell her. I've been telling her that for years. Never eased her pain, though. But you're back now. It'll pass. Just give it time. Adana told me about your mission to infiltrate the fracking site. Yeah, about that. We're currently at a roadblock. Indran's data encryption is uncrackable. So she said. Our only way to get our hands on that data is to take it directly from the server in their lab. But surveillance is tight. Even Adana couldn't get in there without being caught. And I don't think I could create a big enough distraction to draw their security's eyes away. Außerhalb der Anlage. Wer kennt's nicht? Ja, okay, also unknackbar. Das heißt, wir müssen irgendwie da rein. Was machen wir? Sie hat ihre Lambda Mankind. Es kann nicht leicht gewesen sein, Rodko zu überzeugen. What's Rodko think about you two going undercover like this? As you might imagine, he was a little resistant at first. But once he understood what we wanted to do, he gave us the green light. Sounds like you've got something in mind. If we want to draw security's attention, we have to hit them hard. Blowing up the refinery should do the trick. But that's not happening until we can get into the fracking site. That's step one. The site is protected by an electric fence and a myriad of cameras, all of which are powered by the dam Indran acquired when it bought the site. Now, if someone could get into the dam and connect me to their network, I could access their system discreetly. Allowing you to cut the power to their defenses without their notice. Exactly. We can worry about the fracking site after that. Okay. I'll go talk to Rodko to see how he wants to make up the teams. Thanks, Gahal. It's good to have you back. But if you don't mind, I'd like to take a few moments for myself. Lost some friends during the attack. Don't worry. Take all the time you need. Okay, alles klar. Ich wusste gar nicht, dass grünes Licht geben, dass es das in Englisch auch so gibt. Give us the green light. So, any news on the group that was supposed to launch the attack on the Sunburst reactor? We're still keeping our ears open. Shouldn't be long now. Hätte nicht gedacht, dass das auch im Englischen ein Sprichwort ist. Okay, dann gehen wir mal zu Rodko, erklären ihm den Plan, damit wir hier mal weiterkommen. Wir müssen auf jeden Fall noch die Geister finden. Alle hatten wir da schließlich noch nicht. So, Rodko, wo bist du? Hier bist du. So, were you able to talk with your daughter? Das überspringen wir gleich mal. Adana told me about her and Ava's plan to get their hands on the encrypted data inside the fracking site's laboratory. To bring Endrin down from the inside, yes. I think they've got the right idea. If we manage to chase Endrin from this region, they'll just continue their dirty work elsewhere. It's time for a decisive blow. So we follow Ava and Adana's plan. We'll attack the dam to bring down the defenses of the fracking site. I want you to lead the incursion. You coordinate with Ava and Adana over comms, and allow them access to the dam's network. Ava gave me the rundown. But if I set off a single alarm, things will get very dangerous very quickly. I know. One sign something's amiss, and Tank Girl will be at the dam before you know it. So while you're sneaking through the inside of the dam, I'll be creating a diversion on the outside. That should keep her attention off you. And even if someone does raise the alarm at the dam, Tank Girl will have no idea why you're really there. Good. You can count on me. Excellent. We'll have Declan meet you near the dam. He's got the relays you'll place to get Ava and Adana access to Indran's network. Klingt doch auf jeden Fall nach einem Plan. Hat sich anscheinend wieder erholt und ist bereit, eine Ablenkung für uns zu starten.
Ey, auf Tank Girl habe ich gar keinen Bock. But life's picking up again in the cairn. Ludmilla. Die hat irgendwie. I hope you can see this, wherever you are. Eine sehr gruselige Aura, die Frau. Can't get my head around the fact that we just buried Ironwing. Ja, es ist alles sehr traurig, ich weiß. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Geist. Hey, bleib noch da. Strength will not last forever. He needs your help. Ja, wir helfen doch. War wohl gar kein Geist. Also war zwar einer, aber hat nicht gezählt. Hier drüben. Komm. You deserve to rest at last, Magnus. Go to Ifen. He's waiting. Ah, Cahal. It's good to see you, old friend. Take care of the cairn. So, den ersten. Wir brauchen nur noch einen Geist. I hope you found your peace at last, old Magnus. Sie rennen jetzt auf jeden Fall nicht mehr weg. Währenddessen die Geister quatschen, weil ich habe echt Angst, dass wir den einen dadurch verloren haben. Ich hoffe nicht. Hier wird... Ne, hier geht's weiter. Hier wird doch keiner mehr sein, oder? Kommen wir hier raus? Da hinten sind noch Menschen. Vielleicht finden wir hier noch einen Geist. Da ist er. I can feel my power fading. Nö, der hat nicht gezählt. Mit euch möchte ich gerade nicht quatschen. Ich hätte jetzt gern noch den letzten Geist. Aber ich sehe keinen mehr. Ja, hoffentlich finden wir den noch. Lasst uns noch mal schnell gucken. Mag das nicht, Quests die ganze Zeit nebenbei laufen zu haben. Muss immer alles erledigt werden. Gehen wir hier wieder hoch? Anscheinend nicht. Hier müssen wir dann lang. Da unten? Ist das ein Geist? Wir können bloß mal gucken, aber wir müssen ganz schön weit springen. Dann nehme ich doch lieber hier... Ah, Gott. Oh, oh. Ich glaube, wir sollen hier nicht lang springen. Nee. Dann müsste es ja einen anderen Weg geben. Hier unten lang? Ah, sieht auch nicht unbedingt danach aus. Ist halt die Frage, ob das der eine Geist ist. Oder nicht. Lasst uns doch mal kurz ins Hauptquartier rennen. Geht ja schnell in Wolfsform. Wenn wir den jetzt auf Anhieb nicht finden, dann machen wir doch erstmal mit der Quest weiter. Aber zumindest nochmal nachgeschaut hätte ich doch gern. Hier vorne ist der Ethan. Da sitzt er. Komische Gestalt. Aber hier hatten wir schon alle. Ich bin jetzt nochmal hier runterlaufen. Was haben wir hier? Ludmilla, ich konnte noch nie gut mit Worten umgehen, aber ich muss mit dir reden. Du bist nun seit einigen Monaten fort. Cahal ist auch gegangen, gleich nach dir. Er hat das Rudel verlassen. Ich habe ihm gesagt, er soll bleiben, dass sein Platz hier ist. Er hat mir nicht zugehört. Edenna hat er meiner Obhut überlassen. Er war der Meinung, dass er eine Gefahr für sie darstellt. Ich versuche, deine Tochter so auszubilden, dass sie die bestmögliche Garu wird. Ich will nicht noch einmal erleben, was an dem Tag geschah, als dieser verfluchte Wirmwolf dich uns wegnahm. Es ist meine Schuld, du hättest nie auf diese Mission gehen sollen. Das werde ich mir nie verzeihen. Rodko. Ich glaube, der Rodko hat wirklich ein schlechtes Gewissen. Aber wir haben es ihm tausendmal gesagt, dass das keine gute Idee ist. Er hat nicht auf uns gehört. Dafür kriegt er irgendwann mal noch Silberkugeln von uns in den Magen. Da oben ist noch ein Geist, glaube ich. Du schaffst das. Ach, erstmal nehmen wir uns das hier. Wie viel haben wir denn? Reicht noch nicht. Einen brauchen wir noch. Nehme ich jetzt das letzte Stück hier nicht mehr hoch. In Wolfsform? In Wolfsform geht alles. Bitte sei der erste Geist. Kitmona. Ja. Return to Ifen.
Da haben wir es geschafft. Cairn is safe. Thank you, Cahal. Take care of those who remain. Beruhige die Geister. Müssen wir jetzt nochmal zu Even? Ja. Da werde ich dann wieder wegdrücken. Sobald man es geschafft hat, das unten zu lesen. Weil der Typ ist halt einfach eine derbigste Schlaftablette. So, zurück zu den Basics. Fertigkeiten zurücksetzen. Nein. Even helfen. Alnegaru, beruhige die Schutzgeister. The guardian spirits of the forest. They must be stirred from their slumber. They must find them. Remind them of their duty and return to me when it is done. Okay, ging relativ schnell. Wir sollen sie jetzt beruhigen. Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir unserer Quest nach. Ach, komme ich hier rüber? Wir waren doch da drüben, ne? Nee, auch nicht. Schade. Mal gucken, wo wir lang gehen sollen. Dann wahrscheinlich hier lang. Das ist doch das, oder? Aber wir quatschen jetzt nicht mit ihm. Genügend Dialoge gehabt. Wir wollen hier vorankommen. So, wo darf ich denn hier runter? Hier darf ich runter. Das ist die Anlage. Oder die Anlage, besser gesagt. Und das müsste Declan sein. Hey, Cahal, right? You must be Declan. You with Lambda Mankind? That's right. Abe's told me all about you. It's an honor, really. I don't know about that. I hear you've got the relays I need to install at the dam. Yeah, I got them right here. You need anything else? Ja, über Eva reden. Heißt Mankind, ich habe glaube ich Mannkind gesagt, aber egal. Nö, eigentlich nicht, aber wir können mal kurz über den Damm reden. Vielleicht hat er ja nutzvolle Tipps. What do you know about the dam? After you took down their training center, they doubled down on security at all the other sites in the region. Even if Rotko draws their attention, you're still going to have a lot of resistance. They've even brought in some of their elite guards from Nevada. And these guys are huge. I don't even know if you could call them human anymore. We've met, but I had no idea they were from Nevada. Well, the training center you took out wasn't the only cart Endrin had in its hand. That figures. Wir reden noch mal kurz über Eva. How did you meet Eva anyway? By investigating her, really. I used to be a cop, tasked with putting her and Lambda Mankind away. And I tried, but Eva runs a clean operation. That didn't make the bosses happy, though. They told me to falsify evidence to bring him down. That's when I realized they were in Endrin's pocket. I tried calling him out, but the whole precinct came down on me like a ton of bricks. I had no choice but to run. And I ran to Eva. I pledged my life to fighting Endrin. You and the other humans. You know who it is you're working with, right? This isn't just ideology for us. Yeah, I know. I know what you are. Eva told us everything. Trust me, Cahal. We're all on the same side here. We're fighting for the survival of the planet, whatever the cost. I should be good. Before you go, I've got a favor to ask. We've identified a key player working at the dam. We think she's got important information on whatever Endrin's up to in Nevada. Her name's Victoria Vox. We need you to question her. Get whatever info out of her you can. Keeping the Cairn safe is my top priority here, but I'll see what I can do. Thanks. Good luck, Cahal. Vielen Dank. Aber vielleicht ist er doch ein V-Mann. Man weiß es nicht. So ganz traue ich dem Guten noch nicht. Also Kameras sehe ich noch gar nicht so viel, dafür, dass es hieß, die haben Millionen. Aber so wird es dann wahrscheinlich innen drin aussehen. Müsste man natürlich erstmal wissen, wo wir hier reinkommen. Ich würde es erstmal hier drüben versuchen. Haupteingang ist immer nicht so die beste Idee, aber es wird doch nicht einfach aufgehen, wenn ich drauf drücke, oder? Nö. Nothing like that. They only want DNA samples. Just a routine pass. Don't ask questions, just do your job. Wo kommen wir hier am besten rein? Hier sieht es nicht unbedingt danach aus. Wir müssen wahrscheinlich doch erstmal an deinen Computer und uns die Türen hier aufhacken.
Ist natürlich auch gesperrt. Hier vermutlich auch. Ja, wenn die rot leuchten, sind die das, glaube ich, immer. Und hier natürlich auch, aber hier drüben, da haben wir's. Rein mit dir ins Abenteuerland. So. Gut, hier haben wir auf jeden Und gleich der erste Exo hier. So wie ich es jetzt verstanden habe, sollten wir... Oh Gott, oh Gott. Geh weg. Du auch. Sollten wir das hier tatsächlich möglichst unbeobachtet schaffen. Ja. Natürlich erstmal die Sub... Ach, und die hören das. Das ist doof. Jetzt haben wir bestimmt verloren. Nee, wir können es also auch so machen. Das ist doof, dass die das hören, weil... Gott, letztens haben sie es nicht gehört. Ach, jetzt geht das schon wieder richtig beschissen los hier. Jetzt sind die alle alarmiert. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Attacke. Wir müssen auf jeden Fall den Exo zeitnah wegkriegen. Das hat ordentlich abgezogen und ausweichen ab. Na, geh weg. So, wir können nochmal brüllen. Ah ne, brüllen war in der anderen Haltung. Du kriegst nochmal so ein Ding hier ab. Ich hätte gedacht, dass es... Ach nein, hier ist schon wieder so ein Typ aus Nevada. Meine Güte, lass es doch. Hä? Waren wir tot? Oh, wir waren tatsächlich tot. Dachte, wir haben noch genug Leben. Ich sollte doch etwas vorsichtiger an die Geschichte rangehen. Aber dafür haben wir nochmal eine neue Chance, das Ganze hier unentdeckt zu erledigen. Bin ich gar nicht so traurig drüber. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass die Mission abbricht, so wie es am Anfang war. Weil der Plan ja war, auf jeden Fall unentdeckt hier rein. Aber es hat uns doch einen Kampf überlassen. Nur die Frage, wo wir hier lang sollen. Da hinten müssen wir wahrscheinlich rein. Aber die beiden kriege ich nicht... Nicht K.O., ohne dass es jeweils der andere merkt. Oh, wir haben explosive Fässer. Hatte ich auch noch nicht gesehen. Ist die Frage, ob jetzt einer von denen hier nochmal weggeht oder ob wir links durch müssen. Der Exo läuft auf jeden Fall rum. Der Typ mit dem Schild da hinten auch. Und die beiden bewegen sich. Also den würde ich ausgeschaltet. Oh Gott, ach Mist, nicht schon wieder. Naja gut, dann müssen wir halt doch kämpfen. Müssen wir ein bisschen mehr auf die Leben achten, schade. Aber es geht halt teilweise auch wirklich sehr schnell, gerade wenn die sich auf einmal umdrehen. Und die Exos und die anderen Typen. Mist, jetzt haben wir die Sabotage nicht mal. Das ist schon ein anderes Level hier. Obwohl ich auf leicht spiele. Die müssen gleich weg. Die hier auch. Mir ist die schnelle Haltung dann doch meistens lieber. Wir können uns nochmal heilen. Zumindest ist der Exo relativ langsam, das macht es uns etwas einfacher. So, aber gegen ihn hier brauchen wir dann doch ein bisschen Spezialmoves. Ach. Was denn jetzt? Die sind tot. Okay.
dann eben so. Was soll's? Na gut. Jetzt halt die Frage, ob die wieder alle extrem alarmiert sind. Ich hätte es halt doch gerne auf einen anderen Weg geschafft, aber einmal nicht aufgepasst, ist der Spaß schon vorbei. How's our silver bullet stock looking? Have you finished the inventory? We lost a lot of them in the training center attack. But we have enough to hold us over until the next shipment arrives. So, wo läuft ihr jetzt lang? Du läufst nach links, du läufst nach rechts. Ich hätte ganz gern den erstmal abgeschalten. Ist das nettere Wort. Aber gut, dann halt erstmal er. Was gab's hier? Einen schönen Kaffee. Ansonsten nicht viel. Telefon steckt natürlich nirgendwo an. Geht alles über Funk. Können wir den mit dem Schild einfach so holen? Ja, ne? Ja. Er lässt das Schild natürlich genau in dem Moment fallen, wo wir angreifen. Nette Schilder. Ist das draußen? Ich glaube, das ist draußen, wo wir langgeschlichen sind, ne? Gibt so viele Wege. Geht die von alleine auf? Nö, die bleibt zu. Na, ich wollte nicht Assassin's Creed spielen. Weiß nicht, ob das schlau ist, jetzt nochmal rauszugehen, oder war das... Na, wir bleiben jetzt erstmal hier. Noch schnell was zu trinken eingesackt und ein paar Pfeile. Oh Gott, sieht das schlimm aus hier. Können wir gern wieder zumachen. Wir gucken erstmal drüben. Das sieht mir gerade nach zu viel Action aus. Weiß halt auch nicht, ob wir diese muskelbepackten Typen mit einmal umbringen können. Und der sieht uns natürlich direkt. Es wird nicht leichter. Ich hab's eben schon gesagt. Naja. Wo können wir denn noch lang? Wir gucken mal hier drüben. Vielleicht finden wir ja einen angenehmeren Weg. Jetzt sind wir nochmal draußen. Okay, dann gehen wir doch eben mal hier lang. Weil wir müssten ja das Teil hier drüben aufgemacht haben und wir haben schon wieder 3 Überminuten. Zeit verging sehr, sehr schnell. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr kommt dann die nächste Folge. Lasst gern Daumen und ein Abo da und dann bis dahin. Macht's gut.